Kotzt es sich auch so an, dass die allermeisten Nagelshops ihre Produkte auch an Endverbraucher verkaufen? Ich daddel ja so ein bisschen im Internet rum und da bin ich über die Werbung eines Nagelshops gestoßen, die in etwa so beginnt. Ein Shop, der ausschließlich an Nagelstudios verkauft, ist ja an sich ein ehrbarer Gedanke, setzt für mich aber zwei Bedingungen voraus. Erstens, dass er seine Produkte selber herstellt, also nicht wie es viele andere auch machen, die Produkte einfach nur bei einem Lohnhersteller einkauft und dann einfach seinen Namen aufklebt. Was nützt es mir denn als Nagelstudio, wenn ich haargenau dieselben Produkte dann bei irgendeinem anderen Lieferanten einfach frei erwerben kann? Und zweitens, dass sich die Produkte auch wirklich von allen anderen auf dem Markt erhältlichen Produkten wesentlich unterscheiden. Beide Bedingungen erfüllt zum Beispiel unsere Mimosa-Serie. Das Gel habe ich selbst entwickelt, deshalb habe auch nur ich die Rezeptur. Und deshalb gibt es das Gel auch nur bei uns. Für viele Allergiker, leider nicht für alle, aber wirklich für sehr viele, ist es oftmals die letzte Hoffnung, wenn gar kein anderes Gel mehr funktioniert. Folgt man der Werbung des Online-Shops, wäre das eigentlich die perfekte Serie dafür. Aber wäre es eigentlich nicht sowieso besser, wenn man sich schon unbedingt selber die Nägel machen will, dass man dann auch Zugang zu Produkten hat, die möglichst wenige problematische Inhaltsstoffe haben, keine Säure, keine Allergenstoffe, was für meine Begriffe auch ein professionelles Arbeitsmaterial ausmacht. Als dass man sie sich dann am Ende irgendwo in dem Drogeriemarkt bei Amazon, Temu, Wish, wie auch immer das alles heißt, dort besorgen muss. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass man das Mimosa erst dann nimmt, wenn man sich die Gesundheit sowieso schon ruiniert hat. Das muss doch nicht sein. Ich empfehle es eigentlich immer so, dass die Allergiker sich das Gel bei uns bestellen und es dann mit ins Nagelstudio nehmen, damit es dort dann auch richtig verarbeitet wird. Und für die Nagelstudios ist es ja auch von Vorteil, also ein wirtschaftlicher, finanzieller Vorteil, wenn sie sich nicht alle Spezialgele irgendwie auf Lager stellen müssen, bloß weil irgendwann mal irgendwie ein Allergiker ins Studio kommen könnte. Wobei, ich habe auch schon Rückmeldungen bekommen, dass in den Studios manchmal nicht mal eine frische, neue Feile verwendet wird. Ihr seht, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt sie mir mal in die Kommentare, ich bin sehr gespannt.